Das Spiel Neckar-Elz gegen die Kickers Offenbach fand aus Sicherheitsgründen in der Comtech Arena der SG Sonnenhof Groß-Asbach statt, weil man Ausschreitungen der Offenbacher Fans befürchtete. Nach zuletzt nur einem Punkt aus 5 Spielen waren die Kickers-Spieler in der Pflicht, endlich mal wieder einen Dreier beim Aufsteiger aus Neckar-Elz einzufahren. Die Spielvereinigung nahm ihre Rolle als Hausherr auch im Fremdenstadion an und kam besser ins Spiel. Burcio vergibt freistehend aus guter Position. Weiter war Neckar-Elz am Drücker. Der Freistoß wird zunächst geklärt, dann die Flanke zurück in den Strafraum. Daniel Schwind wirft sich in den Kopfball, der bleibt aber ungefährlich. Offenbachs Trainer Rico Schmidt war unzufrieden mit der Leistung seiner Jungs. Immer wieder versuchte er, sie anzutreiben. 5 Minuten vor der Pause dann endlich die erste gute Gelegenheit für die Gäste. Theodosiadis flankt auf Tahiri. Der will zurücklegen, das misslingt aber. Bisher sahen die mitgereisten Offenbacher Fans eine zerfahrene Partie. Sie blieben friedlich und unterstützten ihre Mannschaft 90 Minuten lang. Kurz vor der Pause nochmal Freistoß für die Spielvereinigung. Schwind wird ausführen. Und er macht's direkt. 1-0 für Neckar-Elz. Durch einen Sonntagsschuss von Daniel Schwind gerät Offenbach in Rückstand. Die Aufsteiger feiern die Führung überschwänglich. Und Schwind zeigt, wie er den gemacht hat. Mit Auge. Der Schock für die Kickers kurz vor dem Pausentee. In der Halbzeit wurde nochmal über den wunderschönen Freistoß von Schwind diskutiert. Die Kabinenpredigt von Schmidt schien gefruchtet zu haben. Die Kickers wurden jetzt aktiver. Christian Kapek erkämpft sich auf der Außenbahn den Ball. Kapek kann querlegen. Er versucht es aber selbst und schießt weit rüber. 59. Spielminute. Einwurf für die Gastgeber. Die Flanke wird mit dem Kopf abgelegt. Urbey Azal zieht trocken ab. 2-0 für Neckar-Elz. Schmidt reagierte und brachte von der Burg und Mangafic für Tahiri und Bigel. Und das brachte sofort frischen Wind in die Partie. Schöner Angriff der Kickers über rechts. Die scharfe Hereingabe in die Mitte. Dort steht Fabian Becker genau richtig und drückt den Ball rein. Nur noch 2-1. Die Gäste waren jetzt um den Ausgleich bemüht. Wieder Becker, diesmal mit einem Distanzschuss. Knapp vorbei. 4 Minuten vor Schluss nochmal Ecke für Neckar-Elz. Kurz ausgeführt. Die Gegenspieler ausgespielt. Pass in die Mitte und Tor. 3-1. Und das ging viel zu einfach. Das war die Entscheidung. Die Spielvereinigung noch mit einer Kontergelegenheit in der Nachspielzeit. Das Ergebnis blieb aber beim 3-1. Die Kickers verloren auch gegen den dritten Aufsteiger in dieser Hinrunde. Ja, ich denke, die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen. Wir haben uns ein, zwei Mal ganz ordentlich durchgespielt. Ich denke, Neckar-Elz auch. Es geht dann mit dem Sonntagsschuss kurz vor der Pause gegen den Rückstand. Und natürlich sehr ärgerlich. Normalerweise steht zur Pause 0-0. Aber wir mussten es in der zweiten Halbzeit reparieren. Und haben es dann einfach, im Endeffekt dann doch zu wenig Druck gehabt. Kriegen dann das zweite Tor. Kommen erst dann eigentlich richtig ins Spiel, machen dann den Anschlusstreffer. Und ja, das dritte Tor war dann natürlich einfach die Entscheidung. Das darf so einfach nicht passieren. Das hätten wir vielleicht hinten raus noch einen machen können. 3-1 ist dann Ausdruck der Situation, in der wir uns im Moment befinden. Und dann noch in der Ecke bei unseren Fans. So ein Tor können wir, das ist Jugendfußball. Das hat nichts im Fußball, Männerfußball zu tun. Wiederum genial vom Gegner. Man muss das ja immer auch provozieren.
Aber wie wir uns dort anstellen, ist viel zu einfach.